Hi Leute, wir sind wieder da mit Stardew Valley, live im Stream und für YouTube. Yay! Yay! Wir haben gerade ein bisschen das Thema Modding angesprochen. Und ich habe einen Brief gekriegt. Morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. Ja, ich habe gerade das im Fernsehen gesehen. Du solltest zwischen 9 und 14 Uhr vorbeikommen, wenn du teilnehmen willst. Du willst morgen in der Stadt brauchen. Brauchen wir für morgen noch irgendwelche Seeds, ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, morgen sind die Blumenkohle fertig. Ja, dann sollten wir vielleicht Blumenköhler kaufen. Das sind 24, 24, 24. Sind 80, sind 100, 110 oder so ungefähr bräuchten wir. Kauf heute Blumenköhler und ich glaube, wir müssen morgen auch nicht zum... zum Fest gehen. Müssen wir nicht unbedingt. Also können wir machen, klar, wie du magst, aber... Ich könnte deinen Kaffee abholen, der ist fertig. Ist zwar kalt jetzt schon, weil er nach der im Fass war, aber... Ja, ich fühle mich glücklich und der Reisehändler ist in der Stadt. Ich gehe mal nach unten, gehe Holz holen und dann... Kartoffeln, Eintrag... Potato, Eintrag... Ja, die Kartoffeln werden auch morgen reif. Strawberries, Potato. Gewürzbeere brauchen wir nicht. Wir brauchen noch eine Baumfrucht. Warum hat er keine Baumfrucht? So, die seltene Saat muss ich trotzdem kaufen. Seltene Saat habe ich auch gekauft. So, ich muss mal ganz kurz. Einen Moment, Leute. Was kann ich hier machen? Wir haben so viele seltene Saaten, das ist Wahnsinn. Golden Sun weiterspielen. Ich habe neulich den Bora-Felsen gemacht und werde jetzt wahrscheinlich nach Garo gehen. Falls du dich erinnerst. Ja. I remember. So. Ich habe genug Seeds für morgen gekauft, damit wir unser ganzes Geld weg. Aber wir kriegen ja auch Zeug zurück. So ist nicht. Ja, morgen werden wir. Wenn wir die ganzen Sachen dann verkaufen. Du könntest noch eine seltene Saat kaufen. Hab ich schon. Oh, du warst schon da unten. Krass. Hab ich früh gleich gemacht. Ich habe geguckt, ob wir eine Baumfrucht haben. Du hast mich nicht jauchzen und frohlocken gehört, also. Ich werde dir mal ganz kurz den Keck hier wegnehmen. Ja, mach das. Er war ja nur da unten, weil ich gerade ein Inventar hatte. Du kannst ihn auch hochstellen. Ja. Du kannst das andere auch mit hochnehmen eigentlich. Habe ich jetzt nicht gemacht, wollte ich jetzt nicht. Das ist da noch eine Marmeladekiste, ne? Ja, Einmachgefäß heißt das. Marmeladekiste. Ja, Einmachgefäß sage ich ja. Marmeladekiste. 47 seltene Saaten. Ich freue mich schon Anfang des Sommers, wenn wir dann endlich das Dings bekommen. Ja, das Dings, genau. Ah, Kaffee braucht das so lange. Das ist das Gewächshaus, meinst du? Ja, genau. Dann über den Sommer will ich nur noch meine Dings reinpflanzen, meine seltenen Saaten, um die zu vermehren. Und dann im Herbst kann ich schon mal groß. Weil ich glaube, zwei schaffe ich halt einfach nicht. Du Laub. So. Auf in die Kaliko-Wüste. Viel Spaß. Ich finde es gut, dass Pam einfach nicht mit einsteckt, sondern. Die Tür geht zu und dann sitzt Pam einfach drin. Ja. Kannst du schon Holz holen? Wahrscheinlich nicht. Ich war schon Holz holen, ja. Gut. Nein, nicht zurück in Sternentautal. Das wäre ja verschwendetes Geld. Ich finde, das sollte ein Tagesticket sein. Das wäre sehr witzig. Du meinst. Jetzt bestimmt ein Mod für. Du meinst Stardew Valley ABC? Ja.
Das wäre sehr witzig. Die S-Bahn Stardew Valley. Ich werde mal Ölmaschinen machen. Dann haben wir sie nachher schon. Das ist in Ordnung. Auch wenn dafür eine Menge Zeug drauf geht. Kaffee trinken. Oh, ein Diamant. Na, das gefällt mir doch. Oh, du hast den Erfolg durch yourself erhalten. Anscheinend. So. Ich hab mir jetzt gerade richtig gegönnt. Was hast du hier gemacht? 10 Ölmaschinen. Das ist gar nicht so viel. Ja, das waren immerhin 200 Hardwood, 10 Goldbarren und 500 Slime. Ja, na, die Slime sind eine Sache gerade und die Hardwood, die Goldbarren sind jetzt nicht so schlimm. Nee, die Goldbarren haben wir nicht. Aber ich weiß noch, wie ich habe ja auf meinem anderen Spielstand habe ich, weiß nicht, knapp über 20 jetzt, aber ich weiß noch, wie ich damals getingelt bin. Oh, es gibt doch noch normale, sehr gut. Oh, und schon wieder ein Diamant. Ich habe heute echt Glück. Ich fühle mich heute glücklich, oder? Ja. Oh, da ist ein Loch. Sehr gut. Dann hole ich mir nur noch den Aquamarin und das Iridiumerz da unten. Aber ich finde die Idee, dass diese Krabben unter dem Iridiumerz sind, irgendwie cool. Sind gar nicht mit dir gerückt. Also du hast es erst erzählt, ja, aber ja. Selbst habe ich nie. So, einmal den Krabbenkuchen essen. Vielleicht ist das in einem neueren Update gekommen oder so. Kann gut sein. Ich dachte erst, dass es vielleicht ist für die, dass die Skull Cavern Elevator Mod das macht. Weil, das, weißt du, du hast zwar leichtere Möglichkeit nach unten zu kommen, aber musst dann halt dafür für dein Iridium kämpfen. Das finde ich schon ziemlich cool, die Idee. Ja. Ja, schon schön. Das nennt man dann Balancing oder so. Was? Balancing? Was? Balancing? Was ist denn das? Das ist irgendwas Chinesisches, oder? Mhm. Balancing, genau. Würziger Aal, den mag ich auch. Ja, den kriegt man ziemlich gut eigentlich sogar in der Sky, der Wüstenhöhle. Ja. Bin übrigens schon auf 45 wieder runter. Mal gucken, ob ich heute die 50 noch schaffe. Wenn du genug Steine hast, ja. Jetzt ist wieder hier eine Krabbe unter meinem Erz. Riesigen Radius, hätte ich gar nicht gedacht. Welche Bombe hast du mitgenommen? Die mittlere und die kleinen. Okay. Komm schon.
meine natürlich mit Iridium Hacke wäre es dann zum Beispiel nochmal schneller, weil ich einfach nur einen Schlag für die Dinger bräuchte, für die Steine normalen. Ja, sobald wir Schweine haben, kannst du Iridium Hacken auch bauen. Ich glaube, das ist erst an der Punkt, und ab dann hat man auch Geld ohne Ende. Ohne also, Ende ohne Ende ich sagen. Nicht ohne Ende, aber schon mal erstmal ausreichenden Einkommen pro Tag. Ja, um alles aufzubessern, das auf jeden Fall. So. Was ich erstaunlich finde, ist übrigens in dem Spiel, alles wird ja weniger. Also, wenn du deine Sachen upgradest, brauchst du weniger Schläge für alles Mögliche, ne? Außer Golderz. Außer Golderz. Golderz braucht selbst auf Iridium-Qualität noch 2 Schläge. Was seltsam ist, weil Gold ja eigentlich ein weiches Material ist. Ja, aber das ist, weißt du, das habe ich mich damals schon bei Minecraft gefragt. Warum ist es eigentlich, dass Gold besser ist als Eisenwerkzeug oder so? Wenn sie Gold einfach aufgrund seiner Goldigkeit noch irgendwelche magischen Fähigkeiten zuschreiben, ja, aber es ist doch nicht besser als Eisen. Niemals. Eine Mysterious Note. Na Mensch. Theoretisch habe ich Chance, bei mysteriösen Erzen ein Dings zu bekommen. Bekomme ich bestimmt nicht, aber. War nur Golderz 4 und ein Iridiumerz, dachte ich mir. Da ist eine Chance, prismatische Scherben zu bekommen. Wir sind jetzt übrigens auf unserem Spielstand mit Supi bei 6 Prismatic Shards. Ja, ist ja. Ich habe noch welche gefunden und Suki hat auch eine gefunden. Da war sie ganz glücklich. Wir sollten erstmal bei. Wir sollten erstmal auf 30.000 kommen und uns den Katalog kaufen. Ich habe eine prismatische Scherbe gefunden. Du hast. Da hat er eine gefunden. Vielleicht sollten wir öfter mal darüber reden. Ja, die war im Iridium-Erz und nicht in der mysteriösen Erz. Das ist sehr witzig. Ich kann Iridium-Erz, mysteriösen Dings und noch ein, zwei andere Dinge bekommen. Ja. Ich kann irgendwie aus 4 oder 5 Erz-Quellen kommen. Und Drops hast du bei fast allen Mobs, glaube ich, eine sehr geringe Chance. 0,4%. Glaube ich. Also, bei einigen bin ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall 0,4%. Ja, ich glaube auch erst nachdem du auf dem Boden der Mine angekommen bist. Vorher hast du eine niedrigere Chance. Wahrscheinlich 0,1%, aber es stand eigentlich in der Wiki nur 0,4% drin. Ich weiß nicht genau, aber irgendwie war das so, ja. Vielleicht haben ja die Skulker-Mobs irgendwie höhere Drop-Chances sein. Naja, die Sky Cavern haben vielleicht 0,4 alle, weil du kannst zur Sky Cavern nicht, bevor du nicht auf der 120 von deiner warst. Ich habe ein Skelett geguckt. Achso. Hi Chris. Da habe ich eine 1%ige Chance oder sowas. So, jetzt sind wir hier auf der Ebene, wo diese hässlichen. Ich liege übrigens schon im Bett, ne? Und warte. Oh, es ist schon so spät. Okay, ich bin gerade so noch auf Ebene 50 gekommen. Sag mir Bescheid, dass du in der Mine abklappst. Das ist tatsächlich sehr nett von dir. Ja, das bin ich halt, nicht ans Vorkommen. Mach voll aufmerksam. Also. Ich würde mit Rosa so mitgehen. So. Ich bin tatsächlich bis Ebene 50 noch gekommen. Und es ist 22. Früher, wenn ich jetzt auch auf Ebene 50 einsteigen könnte. Sollten wir mal die nächsten Tage testen? Ja, entspannt. Chillig. Bin ja erstmal dabei beschäftigt, jetzt um die ganze Felder zu bewirtschaften, ein bisschen rumzurennen, ein bisschen Zeug zu machen und ein bisschen Sachen aufzubauen. Das Witzige ist, dass ich von mindestens einem YouTuber/Streamer weiß, der auch Stardew Valley viel spielt, dass er schon bis auf Ebene 1000 gekommen ist, ohne so eine Elevator-Mod. Da musst du aber ordentlich Glück haben. Ja, ich glaube, er hat auch einige Steine verwendet. Das darf die werden mal loswerden. Wenn du ein ganzes Inventar voller Steine machst, definitiv kannst du doch mal so Großteil des Inventars. Du hast ja. Wie viele Plätze hast du? 11 Plätze, ne? Oder 12? 12 mal 3.
Jetzt lass mal noch ein Schwert damit und eine Schwert, also, Schwert und Spitzhacke sind also 34. 34 mal 1000 und minus 34? Hä? 34 mal 1000 minus 34. Ja, minus 34. Kannst du nur 995 stacken. Ah ja, naja, und du brauchst immer 99 für ein Dings. Ich packe den Rest morgen rein in die Kiste. Früher ich jetzt Zeit. Auf jeden Fall, naja, du kannst ja rechnen. 10 Stück kannst du machen. Pro Stack, pro Platz. Ja, also 34 mal 10 sind 340 Ebenen, die du runterskippen kannst. Das ist schon eine Menge. Und da kannst du halt auch noch Steine finden, wenn du noch Bomben mitnimmst. Eben. Kannst du zwar vielleicht 10 Ebenen weniger machen, aber du kannst mit Bomben halt ganz viel Steine zusammenkriegen. Eben. Und wenn ich überlege, dass du dann die Skullcaven Elevator Mod hast. Heute ist auch sehr großes Glück und heute ist alles reif. Vielen also, lucky, but not too lucky. Okay. Sehr viel. Ich hab lucky. Naja, alles reif würde ich jetzt nicht sagen. Naja, Blumenkohl ist Riesenernte, Kaffee ist Riesenernte, die Erdbeeren sind reif und die Kartoffeln. Nein, ich möchte die Erdbeeren nicht essen. Nein, ich möchte diese Erdbeere nicht essen. Ich werde mir aber von der prismatischen Scherbe nicht das, nicht das Dings freischalten, sondern ich werde es in die Wüste bringen, ne? Das Schwert, ja. Ja. Weil dann kannst du mir auch das andere Schwert theoretisch kaufen, wenn wir dann genug Geld haben. Na, ich kann auch das Galactic Sword kaufen, weil du kannst es kaufen. Eben, meine ich ja. Wir können es dann kaufen. Wenn wir genug Geld haben. So, was habe ich denn noch? Das gehört doch nicht dahin. Und da ich heute sehr viel Glück habe, glaube ich, gehe ich auch gleich wieder in die Wüste. Also, es sei denn, du möchtest zum Osterfest. Nö, muss ich sagen. Ansonsten musst du dich irgendwie beschäftigen, ohne in die Stadt zu gehen. Das schaffe ich, das habe ich die ganze Zeit schon geschafft. Okay. Wir haben 57 Iridium-Erze. Ich werde mal Iridium brennen. Und eine Menge Geld haben wir morgen. Brauchst du das Geld für irgendwas? Ich brauche 500, aber du kannst heute eh nicht so viel ausgeben. Nein, für morgen. Ach so, ja, kannst du ausgeben, wie du willst. Gut, dann werde ich Schweine kaufen und vielleicht Kaninchen, wenn noch was übrig ist. Es sei denn, du willst halt einen Dings haben. Galaxy Sword schon. Nö, das brauche ich erstmal nicht. Ja, es sieht tatsächlich genial aus im Frühling. Da hast du recht. Wir haben auch ein bisschen Ordnung gemacht. Ich brauche noch was zu essen, was ordentliches. Eierfest hat begonnen, okay. Ich hoffe, sie fährt heute. Was könnte ich denn Schönes machen, was viel bringt? Du könntest Käse nochmal ansetzen. Süßkartoffel haben wir nicht so viel wahrscheinlich. Milch, Ei, Omelette. Pizza. Okay, jetzt vorsichtig um die Blume rum. Gut. Blume ist safe. Jetzt erstmal. Wurzelplatte. Höhlenkarotte und Winterwurzel. Ja. Davon haben wir ein paar. Ich mache mir mal ein paar Wurzelplatten, ne? Ja, kannst du machen. Wie haben wir? 11, 12, 13, 14. 11, 15 brauche ich, genau. Das heißt, wir sollten sehr viel Winterseeds machen, dass wir Winterwurzeln bekommen. Das ist ziemlich cool. Weil es bringt 125 und 3 Angriff dazu. Ich nehme mal ungefähr 7 mit. Die anderen packe ich mal hier rein. Wir sollten ja locker, dadurch, dass wir jetzt direkt anpflanzen können, auch locker noch eine Ernte von Blumenkohl weg rauskriegen. Ja. Am 26. dann. Ja. Das ist witzig, weil Pam einfach hier steht und mich jetzt in die Wüste fährt, obwohl eigentlich Eierfest ist und sie eigentlich da sein sollte. Ja, aber wir haben ja schon festgestellt, dass der Bus quasi auch fast alleine fährt. Ja. Pam so, ich brauche kein Eierfest, ich fahre in die Wüste, weil ich das will.
So. Wie weit ist denn eigentlich unser Rhabarber da unten? 7 Tage. Ja, das geht doch. Das hätte ich beinahe einen großen Fehler gemacht. Ja, aber einfach um Inventar zu sparen, habe ich meinen Schwert zu Hause gelassen, wäre bei einer mit der prismatischen Scherbe ohne Schwert umgegangen. Ja, das ist ja blöd. Na Mensch. Die prismatischen Scherben, ich habe nur einen, aber egal, formen sich vor deinen Augen. Diese Kraft zu überwältigen. Du hast das Galaxieschwert gefunden. +60 bis +80 und +4. Jetzt kann ich mich endlich aus der Karte rausglitschen. Ich glaube, ich gehe bald mal angeln. Ja gut, aber mehr als Goldfische kriegst du auch nicht und die kriege ich halt mit der richtigen Angel halt auch. Ja. Und zwar auch fast zu 100%. Eigentlich zu 100%, wenn ich an einer guten Stelle stehe. Also so viel bringt der Glitch auch nicht. Ich kann einige seltene Fische besser bekommen. Haben wir eigentlich einen Ring, der mir angriff? Ah nee. Wenn ich dann den letzten Ring bekomme, das brauche ich glaube ich Kampf auf 10. Dann kriege ich endlich auch mehr. Fledermäuse. Die sind auch neu. Ja, das habe ich auch. Die sind auch schon ein paar Fels lang drin, glaube ich. Ja, ja, wahrscheinlich komplett mit dem 1.3er Beta. Krabbenkuchen, das ist gut. Und eine Treppe nach unten. 52. Voll viel Gold hier. 1, 2, 3. Wir haben ganz viel Entenfeder. Also 4. Ich glaube 11 Gold Erze hier. 38 Golderz gerade bekommen. Ist nicht schlecht. Nee, das Golderz nehmen wir immer. Eben. Warte mal, muss mal mein Handy vom Ladekabel ziehen, ansonsten Hey, Lostbook. Summt die cool. Dingsi. Eine Megabombe. Wir können bei der nächsten Folge richtig, kann ich ja richtig loslegen mit bei Mani. Das stimmt. Mani, ich kaufe jetzt den ganzen Stall leer. Du kannst loslegen bei Mani, denn du hast ganz viel Mani. Wow. Der war schlecht. Ich glaube, ich bin nächste Folge nicht da. Ich fand ihn witzig. Ja, das ist das Problem. Dass er witzig war? Nein, dass du mir witzig fandest. Komm, sei mal nicht so spießerisch. Ich weiß, dass du auch gerne lachen würdest und nur aus Prinzip es nicht tust. Richtig. Was? Schön, dass du es wenigstens zugibst. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Stimmung! Party, Party! Oh, wie schön das ist, wie schnell jetzt die Schleims runtergehen. Mir fällt gerade auf, jetzt gerade das erste Mal, dass ich, wenn ich mit dem Maus-Tastatur spiele, Linksklick einfach gedrückt halten kann bei den Grabports und nichts einsammeln. Oh! Das würde alles um einiges einfach machen, hätte ich das eher damit gekriegt. Naja! Das Witzige ist, ich kann das an einem Gamepad nicht machen. Das ist wirklich witzig. Ich werde nicht die Quarze mitnehmen, weil ich glaube, Quarz haben wir einfach genug. Wobei, ich kann sie mitnehmen, weil ich schon Quarz im Inventar habe. Dann kann ich sie auch mitnehmen. Dann können wir uns noch mehr. Wir haben genug Quarz. Dann können wir uns zur Not noch mehr Refined Quartz schmelzen. Ja, falls wir das brauchen, können wir das gerne machen. Es gibt, glaube ich, Kristallwegplatten. Es gibt Kristallwegplatten, ja. Die kann man sich beim, ich glaube, bei Chromos kaufen.
die Blueprint. Das Rezept. Aber. Das ist auch echt das einzige, wofür man Refined Quartz. Na, und für Blitzableiter. Da werden wir nochmal mehr bauen. Ne, ja. Und für Iridium-Sprinkler brauchst du die auch. Stimmt. Aber irgendwann braucht man keine Iridium-Sprinkler mehr. Richtig, es sei denn, du willst das ganze Ding davon vorstellen, einfach weil du es kannst. Da hast du zwar keinen Platz mehr auf dem Feld, aber das ist egal. Wir stellen einfach die gesamten anderen Maps einfach alle vor. Weil wir es können. Dann, wenn wir das vollgestellt haben, wissen wir auch, wo Leute langlaufen, weil die Dinger, die kaputt gehen nach einer Zeit, wenn du so 2 Wochen wartest oder so, dann weißt du, da laufen immer Leute lang, da darfst du nichts hinstellen. Wow, ist ein sehr teurer Test. Dann müssen wir aber bei Iridiumsprinkler müssen wir aufpassen. Da müssen wir uns quasi von rechts nach links durcharbeiten, bis wir dann in der Farm ankommen. Das stimmt. Ja, oder wir teleportieren uns einfach mit der CJB Cheats Menu App Mod. Die hab ich nicht. Ich schon. Ich will ja nichts sagen, aber das Gute an diesen Fledermäusen ist, dass sie relativ schnell down gehen. Und Iridium droppen. Am Sonntag, den 14. können wir auch nochmal einmal Blumenkohl ansetzen, ne? Weil hier war keine eine Fuhre, die einen Tag später geerdet werden muss. Ja, ja. Das läuft trotzdem noch drin, dann es müsste am 27. reif sein. Genau. Gut. Langsam muss man ja auch aufpassen, dass man anpflanzt. Ja, bis morgen können wir, glaube ich, alle anpflanzen. Ja, Attacke plus. Nee, normalerweise müssten wir bis zum 15. anpflanzen können. Dann müsste es am 28. reif sein. Das sollte theoretisch sein, ja. Dann darf es halt. Ich meine, Bewässerung haben wir kein Problem, weil wir. Achso! Sag mal, können wir eigentlich schon Regentotem bauen? Ich glaube nicht, ne? Erst wenn wir. Sammeln Stufe 10 oder 9. Sammeln. Das sollte ich noch bis Ende des Monats hinbekommen. Wenn du die Holz holst, jedes Mal geht das. Eben. Weil dann können wir nämlich unseren Regentotem am letzten Frühlingstag hinpacken. Ja, das wird denkst du, wie viel Arbeit. Aber wir haben noch keinen Trüffel. Obwohl, bis der andere wir Trüffel haben. Eben. Weil dann sparen wir uns sehr, sehr viel Arbeit. So, Diamanten. So, aber nach der Folge jetzt erstmal würde ich sagen, machen wir erstmal Pause, beziehungsweise haben wir erstmal auf für heute. Genau, ich spiele dann noch andere Sachen weiter. Ja. Wahrscheinlich erstmal Golden Sun, Leute. Golden Sun, alles gut. Ja, Golden Sun ist gut. Ihr merkt, ich bin ein Fan der gepflegten Unterhaltung. Ja, da haben wir Multiplayer mit mir und Golden Sun. Und später Isaac wahrscheinlich. Naja, Isaac kann man auch spielen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. So. Ich brauche noch eine Ebene. Die kriege ich heute doch sicherlich noch hin. Dann bin ich nämlich wieder 10 Ebenen nach unten gekommen. Die 10. Ebene gleich. Ich werde noch dieses Iridium-Erz abbauen. Ist das bei 60 oder 70? Bei 60. Bei 60 was? Aber trotzdem, die Sache ist die, dass je weiter runter man kommt, desto höher ist die Iridium-Spawn-Chance. Ja, auch Diamanten werden. Ja, wir. Gespawnt. Diamanten habe ich auch ein paar jetzt bekommen. Na, ein paar lohnt sich schon mal. Die bringen ja allein jeder. 750, wenn du nicht den Special Perk hast, den ich dann, wenn ich genug Iridium habe, tauschen werde. So, ich habe 2 Diamanten tatsächlich und ich habe insgesamt 49 Iridium erst wieder gefunden heute. Ja, aber da ich ja immer trotzdem den anderen Perk behalte, ist es so schlimm, wenn du den austauschst. Ja, deswegen. Und dann kann ich die teurer verkaufen. Genau. Aber ich meine, Iridium, wie gesagt, ich habe gleich wieder 50 mitgebracht. 50 Iridium-Erz? Ja. Shit. 49 Iridium-Erz, ja. Wir werden einfach in Rohstoffen schwimmen. Ja.
das sind 10 Barren Iridium, 40 Barren Gold. Das sind 80 Barren Gold auf dem Schwarzmarkt, was? Ich wusste, dass das kommt. Hast du irgendwas verkauft? Ich habe etwas verkauft, aber es ist wie die letzte Folge. Ja. Eben, deswegen, aber trotzdem wäre es ganz gut. Ich habe etwas verkauft. Ja. So, ich habe jetzt auch noch mal was reingeworfen. Ich gehe ins Bett. Sortieren mache ich dann in der nächsten Folge, Leute. Und das war's auch für heute mit. Uiuiuiui, das lohnt sich ja doch so ein bisschen, ne? Ja. Ja. 35 oder es sollten 2 Schweine sein auf jeden Fall? Ja. Das würde ich sagen. Das heißt, Leute, in der nächsten Folge werden wir uns endlich mal Schweine zulegen. Die werden wir dann benennen. Ihr könnt noch unter die Kommentare dieses Videos schreiben, wie ihr die Schweine gern benannt haben wollt. Oder schreibt es doch einfach am besten, das ist noch viel besser, auf Twitter. Und zwar bei BloodyFox13 oder TheWarTruck. Dann werden wir das zusammenfassen. Genau, dann finden wir das nämlich leichter. Auch wenn die Folge gerade erst raus ist oder so, dann gucken wir bei Twitter öfter mal rein. So, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.